ich bin heute Kommentator, also die Leute, die immer nerven bei den Fußballspielen, ein Volllabern, das bin ich heutzutage bei DAZN, neuer Sender, der seit 2 Monaten in etwa auf den Schirmen ist, vor allen Dingen über App zu kriegen ist, nur 10 Euro im Monat. Gerne machen, pro Monat ist kostenlos. Und mach da das, was ich immer machen wollte, die englische Fußballliga. Plus mach noch den Radiokommentar fürs Bundesliga-Radio Sport 1 FM und bin noch, wenn Zeit ist, ab und an bei Sky Sport News AD als freier Mitarbeiter tätig. Das reicht dann auch, habe ich gut zu tun. Ich bin tatsächlich im aussterbenden Gewerbeprint. Ich habe einen Job gefunden. Ich bin beim Magazin der GQ. Als Redakteur dort. Ich bin dann halt noch für den Donaukurier bei mir in meiner Heimat in Ingolstadt tätig und darüber hinaus noch bei INTV, das ist unserem Regionalsender. Und da, um den Bogen zu schließen, bin ich auch im Sport tätig und das ist schon, also jeder, der irgendwie auch in die Sportrichtung will, dem kann ich schon mit auf den Weg gehen. Ist halt eine geile Sache, weil ich einfach Gefühle transportiere wie fast nirgendwo anders. Also wenn dann halt in der 90. Minute der Ball an die Latte knallt und du denkst dir 1-1 wäre das entscheidende Tor gewesen. Es ist schon in der Kreisliga cool, wie ist es dann erst im Champions League Finale? Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, der viel von Veränderungen profitiert hat in der ganzen Medienlandschaft. Und das Gleiche ist mir jetzt gerade nochmal passiert. Da, als ich die Nachricht bekommen habe im November, dass die Rechte der Premier League wechseln, hätte ich am liebsten geheult. Und heute ist das Beste, was mir je passiert ist. Deswegen ist prinzipiell der Journalismus, auch der Printjournalismus, ein geiles Fach. Und jeder Journalist, der hier anfängt und sagt, ich möchte in die Medien werden nie aussterben und da gibt es immer einen Job für euch. Und wenn ihr gut seid, dann kriegt ihr auch immer einen Job.